Plan haben. Das heißt also, wenn ich hier die Serpentine entlang fahre, dann kotzen. Deswegen habt ihr überlegt, ihr denkt mal über den Tunnel nach. Ja, der Tunnel könnte hoch, also direkt runter nach Kochel könnte gehen. Also Kochel runter ist jetzt auf alle Fälle eingereicht. Das ist aber das Einzige, was wir jetzt noch nicht schriftlich haben, was die Genehmigungen betrifft. Uns ist zugesagt worden, dass wir das schon heute alles komplett haben, aber da wurden wir leider vertröstet, das ist noch nicht ganz durch. Ja, gut. Ich fände es toll, wenn es klappt. Jetzt kommen wir zum kritischen Punkt, da ist halt die Frage, da fände ich es gut, wenn wir das so hinkriegen würden. Wenn wir sozusagen ein erstes, echtes Feriendorf gestalten, dann müssen wir das einzäunen. Ja? Das heißt, wir haben die Leute sollen einen Eintritt bezahlen. Schauen Sie mal, lass uns bitte den Helm auf. Wissen Sie, wie viel Kohle in Flöten geht, wenn die sich über irgendwelche Hügel auf das Gelände schreiben? Sie müssen das Gelände einzäunen. Es gibt zwei Einfahrtstore. Süd und Nord, oder? Wo sagen wir? Süd und West? Oder Süd und Nord? Oder West und Ost? Oder Süd und Nord. So, jetzt frage ich Sie mal ganz kurz. Eine Sekunde, darf ich da mal Mikro hinschicken zu der Dame, die Sie ganz haben? Sie kommen Sie aus. Wo kommen Sie her? Aus Vorfeld. Ich stelle mir das super vor. Da! Ein Tourist? Das ist toll. Sie machen gerade Urlaub hier. Ja, deswegen haben wir trotzdem hier Urlaub. Aber Sie sind hier heute. So. Ja. Bitte? Wegen Flake. Ja. Gut. Also dann unterbrechen Sie mich nicht da. Gibt es denn, also zu dem, also ich finde es toll, dass das in so einer netten Atmosphäre stattfindet. Gibt es zu dem Zaun noch irgendeine Wortmeldung? Nach hier. War ganz kurz, Moment. Gibt es da auch irgendwelche elektronischen Absicherungen, zum Beispiel Hochspannungszäune oder sowas? Selbstschussanlagen? Also das. Ich denke mal, ich merke schon, Sie nehmen das nicht. Also, ich denke an das ganze DDR-Repertoire. Ich glaube, ganz ehrlich, wenn wir darüber nachdenken, da kommen keine Touristen. Also, das ist, ja, wirklich. Das ist ja abschreckend. Also, willkommen in Frage, wie soll ich sagen. Die Leute haben also Angst. Letztendlich kommen die über die Toreinfahrten rein, zahlen Eintritt und sollen natürlich einen riesen Spaß hier haben. Ja, Die Idee dahinter ist, dass nicht ich daran Geld verdiene, sondern Sie auch. So, das heißt, wir teilen uns das einfach. Ich, ganz ehrlich, ich stehe total auf dieses Projekt. Für mich geht auch ein Kindheitstraum in Erfüllung. Ich liebe das. Ich bin als kleiner Junge schon in die Freizeitparks gegangen. Das gibt es in Deutschland nicht, in ganz Europa, auf der ganzen Welt gibt es das nicht. Das ist eine echte Chance. Also wirklich. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, dass die Leute hier quasi ihren Eintritt bezahlen und fahren da rein, dann besteht ja sozusagen, dann sind sie ja Bestandteil dieses Feriendorfes. Das heißt, sie können genau genommen, so wie sie jetzt rumlaufen, nicht rumlaufen. Na wirklich? Also, sag mal, ich frage jetzt einfach mal, wenn ich zum Beispiel hier sehe, mit dem weißen T-Shirt, darf ich Sie mal fragen, kommen Sie von hier, wenn das Mikro kommt? Ich bin auch wieder ein Tourist. Es läuft! Wer kommt denn von hier? Hier, der junge Mann hier vorne. Mit dem wunderschönen Helm. Was machen Sie beruflich? Oder? Nichts mehr. Wie ist denn der Name? Darf ich dir sagen? So, Rainer, pass auf. Du machst eh nichts mehr. Sagst du. Das ist super.
Warum willst du dir nicht nebenbei ein bisschen Kohle verdienen? Weil, wenn man hier Urlaub macht, dann soll man natürlich auch einen Wikinger treffen. Und dafür haben wir natürlich eine Dienstuniform. Ja, so sehe ich das auch. Also, das ist mir auch zu Vorschein gekommen, dass die Bevölkerung, der Bund, also sich anpassen muss, als Wikinger rumläuft, ne? Oder Wikingerin. Ja? Und dafür gibt es ein Freibad für alle. Sie haben es verstanden. Ich möchte jetzt einmal zeigen,